In der Schulpause im Bach planschen und anschließend den Unterricht im Freien fortsetzen. Für die Montessori-Schüler in Sonthofen ist das jetzt möglich. Sie nutzen den umgestalteten Biberhof. Es ist so, dass wir in der Burgsiedlung hier in Sonthofen ein riesengroßes Gebäude haben mit 2600 Quadratmetern, aber ganz, ganz wenig Pausenhof dazu. Und wir waren immer schon auf der Suche nach einem Außengelände. Der alte Bauernhof liegt am Gießbach nahe der Iller. Nach der großen Überschwemmung 2005 wurde der Hof aufgegeben. Die Familie hat entschlossen, auszusiedeln, einen anderen Standort anzunehmen, und so hat die Stadt das unterstützen können mit Ankauf diesen Bereiches. Und haben wir entschieden, dass der Bauernhof nicht aufgelassen wird und das nur als Fläche, sondern dass man den auch nutzen kann. Und das ist die Tugend daraus, dass man den Bereich nutzen kann, und wenn Hochwasser kommt, schadet es nichts. Das ist Retentionsraum und zugleich Natur, Spiel- und Wasserhof. Spuren eines Bibers sind hier seit dem jüngsten Hochwasser nicht zu sehen. Doch es gibt ihn, daher auch der Name des Hofes. Der Name kommt daher, dass vor Jahren schon hier einfach ein Biber eingezogen ist, der natürlich auch relativ viel Schaden in Anführungsstrichen anrichtet, aber ja auch was Spannendes ist einfach zum Sehen, wenn man ihn mal entdeckt, oder auch die Spuren von ihm zu sehen, und ich glaube, so ist der Name entstanden. Doch hier ist viel mehr neu als nur der Name. So ist in der alten Tenne ein Ausstellungsraum geschaffen worden. Für das gesamte Projekt Biberhof hatte die Stadt nur die erste Idee. Wir haben dann sehr viele interessierte Bürger eingeladen in einem Art Workshop. Was kann daraus gemacht werden? Welche Ideen gibt es? Das ist zusammengetragen. Ich glaube, wir haben 2 oder 3 Sitzungen gehabt, sind also alle eingeladen und mit dabei gewesen, haben sich unglaublich eingebracht. Und so ist dieses Projekt dann auch entstanden, sodass das nicht von uns eine Idee war und umgesetzt worden ist, sondern die Bürger haben die Ideen eingebracht und wir haben das gebündelt und versucht auch umzusetzen. Und so sind es natürlich nicht nur die Kinder, die das Areal des Biberhofs nutzen können. Es steht allen Bürgern offen. Das bietet begrenzt in der Öffentlichkeit natürlich alle Möglichkeiten. Man kann hier vorbeikommen, man kann hier auch ruhen, man kann um einen Radlerausflug, also am Iller Radweg entlang, kann man einen kleinen Abstecher machen und hier Brotzeit machen und die Ruhe genießen. Besonders den Kindern bietet das Areal aber viele Möglichkeiten, die Natur kennenzulernen. Den Umgang mit den Elementen Feuer und Metall lernen die Montessori-Schüler mit einer kleinen Feldschmiede. Anfangs kam die Schule 2-mal die Woche, inzwischen sind sie täglich hier. Wir haben gemerkt, dass genau das, was der Biberhof bietet, das ist, was wir suchen. Und jetzt dürfen wir es nutzen, sind total froh und nutzen es auch sehr intensiv. Auch eine Kindergartengruppe gibt es hier. Sie nutzt einen alten Bauwagen, den die Eltern in Eigenleistung umgebaut haben. So waren es viele Helfer, die am Biberhof Hand angelegt haben. Die Jugendlichen, die Schulen, aber auch die Herren eines Herrenabends oder auch andere haben hier sehr intensiv mitgestaltet. Unser Bauhof, muss ich ein ganz großes Kompliment machen, der hat auch in seinen nicht anspruchsvollen Zeiten etwas mehr gemacht als üblich. Und insofern ist dieses auch entstanden. Viel Kreativität ist in den Biberhof geflossen. Doch die Malerwerkstatt der Montessori-Schüler zeigt, der Biberhof bietet für kreatives Schaffen auch weiterhin gute Aussichten.